Was geht ab? Wir haben 14. Februar, Valentinstag, ja, 2020. Uhrzeit ist egal. Mein YouTube-Kanal Bernhard TV hat 2000, ich weiß gerade nicht, Abonnenten irgendwie was. Klicks. Letztes Mal waren so 486.000, 487.000 Klicks oder was, keine Ahnung, um den Dreh. Ja. So, in der heutigen Folge geht es wieder um Bundesliga-Fußball. Wieder mal ein Freitagsspiel. Was soll die Scheiße eigentlich die ganze Zeit? Also, wie geht's euch so dabei? Mir, ich hasse eigentlich Freitags- und Sonntagsspiele und Montagsspiele erst recht, ja. Ich mag Samstag, wenn alle spielen. Alle sollen spielen immer, ja. Verdammt, scheiße, ja. So, jedenfalls, ich spiele Freitags. Was gar nicht so schlecht ist. Okay, ach, ja, dann geh. Oh, verdammte Scheiße, ich so eine ganze Schulklasse hier erwischt am Zebrastreifen. Verpisst euch, so. Also, Frankfurt, Freitag. Passt eigentlich, passt, oder? Bis auf ein Spiel. Boah, wer war das denn? Was war das Freitagsspiel? War das gegen Gladbach? Kann es sein, diese Saison? Oder gegen wen? Keine Ahnung. Jedenfalls, Freitagsspiel haben wir irgendwie von den letzten gefühlt 500 Stück alle gewonnen. Bis auf eines, ja. Gut, passiert, ja. Jetzt spielen wir in Dortmund. Die Statistik in Dortmund für Eintracht Frankfurt sieht nicht so rosig aus, ja. Eigentlich düster, ja, Dark Knight. Aber ich bin guter Dinge, liebe Leute, ja. Dortmund, ja. Dortmund hat im Pokal verloren gegen Bremen. Wie kann man aktuell gegen Bremen überhaupt verlieren? Ja? Dortmund hat es geschafft. Hat in einem, ich habe es nicht gesehen, aber wohl in einem geilen Spiel mit, also jedes Spiel mit 7 Toren ist geil, ja. Wobei ein 4:3 geiler ist als ein 7:0. Oder? Logisch, von der Spannung her. Leverkusen hat Dortmund geschlagen, 4:3. Okay. Und jetzt Eintracht kommt zu Dortmund. Eintracht in der Rückrunde, ja. Phänomenal. Gute Spiele abgeliefert. Dann gab es auch das Düsseldorf-Spiel. Ja, das muss man jetzt nicht nochmal analysieren und besprechen. Es ist einfach dumm gelaufen. Der Trainerwechsel bei den Gegnern, kurz vor Spiel. Und dann läuft es auch nicht so hundertprozentig rosig. Und dann, ja, hast du dir noch einen Punkt erkämpft. Ist okay, ja. So, aber ungeschlagen. Läuft gut, phänomenal. Wir spielen gut. Jetzt 5:0 gegen Augsburg. Ja, was passiert hier? Zweimal Leipzig vernichtet, ja. Wunderbar, wunderbar. Jetzt können wir zu Dortmund fahren. Verdammte Scheiße, ja. Wie schön wäre das, ja. Wie schön wirklich wäre das, in einer Saison Bayern 5:1 vernichtet. Zweimal Leipzig vernichtet mit 3:1 und 2:0. Leverkusen 3:0 geschlagen, jetzt nur noch Dortmund 3:0 und dann möchte ich eine Revanche gegen Schalke haben. Dann haben wir doch die in Deutschland, die Mächtigen, das Konglomerat, ja, des deutschen Fußballs. Haben wir doch alle vernichtet, ja, das wäre doch gut, ja. So, Dortmund, was passiert da? Reus ist nicht dabei und Brandt ist nicht dabei, ja. Natürlich, jeder von euch hat es heute mitbekommen. Natürlich, also... Was ein Zufall, was ein Zufall, ja. Macht heute die Bild-Zeitung richtig, die haben nichts Besseres zu tun, als heute zu erwähnen, dass Adi Hütter eine Ausstiegsklausel hat. Und Dortmund auf der Suche ist so irgendwie schon so undercover und angefühlt hat. Oder irgendwie er ein Kandidat ist bei Dortmund oder so ein Scheißdreck, ja. Das ist eine super, super Bild-Zeitung, macht ihr das, ja. Das, ihr seid richtig blöd, ja. Denn diese Taktik, ja, kann nach hinten losgehen, ja. Habe ich gerade Dortmund gesagt? Ich weiß gar nicht. Ich wollte gar nicht Dortmund vorwerfen, ja. Bild-Zeitung. Wer auch immer diese Scheiße jetzt da publiziert und sowas. Dass Adi Hütter eine Ausstiegsklausel hat, hat er vor Beginn seiner Zeit in Frankfurt, hat er gesagt. Das weiß doch jeder, ja. Also wer das nicht weiß, ist sorry. Schlecht informiert einfach, ja. Dass er noch nie länger als 3 Jahre bei einem Verein war, weiß auch jeder. Sollte man wissen, ja. Und jetzt, wir sind im zweiten Jahr. Was dann passiert? Nach dieser Saison, ey, darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, ja. Wir haben jetzt andere Baustellen und noch sehr viele Möglichkeiten in dieser Saison was zu erreichen. Ja, ich meine, ey, DFB-Pokal sind wir 2 Spiele vom Finale entfernt. Euroleague sind wir paar Spiele mehr vom Finale entfernt, aber auch immer noch dabei. In der Bundesliga ist alles noch offen, ja, so. Und was ist denn das für ein Karnevalsumzug hier? Das ist ja durcheinander mit Scheiß, ja, so. Also. Ich habe mir so einen Nerv eingeklemmt, so verwirrend. Diese Schulterblick. So, okay, fertig. So, ja, jedenfalls, was soll diese Scheiße jetzt mit Adi Hütter und jetzt so dies, das, so, ja? Wer will denn der Eintracht Frankfurt schaden, verdammte Scheiße? Denkt, es gibt jetzt Unruhe bei Eintracht Frankfurt, verdammte Scheiße, gegen Dortmund, damit Dortmund davon profitiert? Seid ihr blöd, ja? Wenn ihr sagt, Adi Hütter soll Favre ersetzen, dann gibt doch eher Unruhe bei Dortmund, verdammte Scheiße. Ja, dann ist der doch nervös und die sind eh unter Druck, die müssen gewinnen.
Also wenn die wirklich noch irgendwas mit der Meisterschaft zu tun haben wollen, dann dürfen die nicht jetzt, also jeder Punkt, den die verlieren und Bayern dann gewinnt, war es das. Kommt der nicht erreichte Meisterschaft näher, ja. So, deswegen, Dortmund muss alles geben, steht unter Druck. Das ist natürlich super. Die sind offensiv, brauchen wir nicht sagen, darüber sprechen, unglaublich stark. Defensiv, aber wie oft hat Dortmund schon, wie viele Gegentore hat Dortmund die Saison schon kassiert? Ja, da geht nicht viel, ja. Ich muss zugeben, ich habe von diesen neuen Wunderstürmer bei denen da vorne, ich habe noch kein einziges Tor von dem gesehen. Ich weiß gar nicht, wie der spielt oder was der macht und sowas. Ich weiß nur, er trifft und trifft und trifft. Das ist doch egal, wir haben Chandler. Ach, Scheiße, wir haben Chandler, ja. Der Timothy regelt es schon heute, ja. Also ich mache mir da gar keine Sorgen. Wie sollten wir spielen gegen die? Ja, natürlich, Adi hat es gesagt. Ich habe mit Adi gestern telefoniert, ich habe ihm gesagt, hier, Adi, Taktik für Dortmund, lasst den da vorne keine Räume, ja, alles dicht machen. Ja. Man darf Dortmund nicht spielen lassen, nicht kombinieren lassen. Wenn die so in diesen Spielfluss reinkommen, pass nach da, pass nach da, pass nach da, dann kommen die vor das Tor und dann wird es immer brandgefährlich, obwohl der Brand nicht dabei ist, dann wird es nur gefährlich vielleicht. Ja. Aber es ist kein, da bist du nicht gut beraten damit, wenn du Dortmund spielen lässt. Ja. Deswegen so früh wie möglich jeden Ballkontakt von den Unterbinden draufgehen, hinten schön massiv stehen. Nicht massiv, ich wollte ein anderes Wort sagen. So dicht, du machst die Räume hinten dicht, ja. Umschalten, schnell nach vorne, Alter, mit Kostic und Gacinovic, der ja auch wirklich, muss man sagen, Form verbessert. Ich erinnere mich an den einen Pass im Augsburg-Spiel, der war schon phänomenal, wo er so nach links außen gepasst hat, ja. Gelingt nicht immer alles, aber Gacinovic, das wird was, wenn du so weitermachst, ja, toll. So, weiter, also, Trapp im Tor, ja, seit seiner Rückkehr läuft es wieder, ja, Renault unglaublich gut ihn vertreten, aber irgendwas ist an unserem Kevin, ja, da läuft es einfach, ja, also, ist wunderbar. Es gibt keinen Grund, an der Verteidigung was zu ändern, außer, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, ob Abraham, wie sieht es da aus, er musste ja raus, aber ich denke mal, ich habe gelesen, eigentlich sind alle drinnen, alle dabei, außer die Langzeitverletzten. Ja, also Endika, Abraham, Hinteregger, Touré. Ja, was machen wir denn jetzt hier in der Zentrale? Ich finde eigentlich, Rode muss spielen als Ex-Dortmunder, der ist special motiviert. Und ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, dass das Ilsanker da ganz toll gemacht hat, ja. Ich könnte mir da vorstellen, dass Ilsanker so als Abräumer vor der Abwehr, als Sechser, super ist. Und Rode so schön in der Zentrale, ja. Der überall ist, Box-to-Box, schöner Achter, der mit nach vorne stößt und sowas. Das würde mir gefallen. Der zusätzlich natürlich auch die Räume dicht macht und angreift. Aber, was hupst denn du, Alter? Bist du geistig behindert? So, ja, und, was suchen jetzt alle? Sind die alle Geistspinner? Oder bin ich Geistspinner? Nee, alles gut. So, ja. Rode, Kostic links. Ja, es führt, der Costa kann einem ja leid tun, fast schon, ja. Aber so ist Fußball, Leistungssport, ja. Im Training anbieten, und dann wird es auch wieder was, ja. Mit Spielzeit. Aber momentan Chandler, ja. Der Spieler neben Kostic, ja. Wer hätte denn gedacht, dass Eintracht Frankfurt mal die Liga dominieren würde? Ja, alles in Grund und Boden spielen würde mit der Flügelzange Kostic und Chandler, ja. Das sind die Geschichten, die ja Fußball schreibt. Wunderschön, deswegen lieben wir alle diesen Sport, ja. Chandler und Dings. Kostic. Gacinovic hat das eigentlich super gemacht, was mir auch irgendwie wieder leid tut, jetzt ein bisschen für Kamada, aber der muss da ein bisschen wieder rankommen. Er hat nur einen Startelf-Einsatz gehabt, das war natürlich ein bisschen, sah nicht so gut aus, einfach weil die ganze Mannschaft nicht so gut aussah. Ist natürlich schade für ihn, aber dasselbe Prinzip gilt momentan halt leider auch für Gacinovic. Ja, wenn Chandler gerade mit überragender Ergebnissen und Leistungen besticht, muss da Costa auf der Bank Platz nehmen. Dasselbe gilt für Kamada und Gacinovic. Gacinovic hat einfach gute Spiele gemacht. Er erhält den Vorzug. Vorne würde ich auch Silva bringen, ja. Dost hat zwar trainiert, das wird immer eine Option sein für das Spiel. Dann wirst du da vorne reinbringen, um halt je nach Spielverlauf, wenn du einfach schon nur noch Flanken bringen musst oder wenn du nach vorne Bälle halten musst, dann wirst du Dost im Verlauf des Spiels auch bringen können. Sicherlich eine Option und je nachdem, wie dringend du ein Tor brauchst, wirst du auch noch Paciencia bringen können, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einfach bei den läuft's gerade richtig gut. Geschlossene Mannschafts. Okay. Ja, er tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Er bleibt mal stehen. Opa, da kommt eine S-Bahn, Straßenbahn. Okay, er hat es geschafft. Ja, ey. Ich wollte gerade aussteigen und helfen. Er läuft einfach so mit seinem Gehwagen hier über die Straße. Autos fahren, S-Bahn läuft. Ja, okay, aber.
Oh, ey, der rennt so. Ey, halte mal die Tür auf. Warte, ich muss jetzt gucken, ob er es schafft. Sonst raste ich aus. Ey, jemand soll ihm die Tür aufhalten. Halt mal die Tür auf. Ja, okay. Er hat es geschafft. Okay, Leute, ihr könnt alle beruhigt schlafen gehen heute Abend und schlafen heute Nacht. Er hat es geschafft. So, wunderbar, ja. So, also, jedenfalls, wo waren wir? Ja, Eintracht Frankfurt. Es läuft. Mannschaft funktioniert. Jeder kämpft wieder für jeden. Wir wollen es wieder. Wir haben wieder die Lust am Gewinnen für uns entdeckt. Ja, wir zerreißen uns den Arsch gegenseitig. Also, jeder kann es jetzt interpretieren, wie er möchte, aber bitte, es war nicht so gemeint. Ja. So, also wir kämpfen füreinander, wir sind da, wir sind eine Mannschaft, wir funktionieren. Es wird alles wunderbar, wenn wir die Tugenden der letzten Spieltage wiederholen können. Vorne müssen wir stechen, umschalten auf Kostic, auf Chandler. Also am besten sollte Silva den Gegner nur ablenken und alle Flanken auf Chandler. Kopfball, Hattrick. In den ersten 8 Minuten durch Chandler. 3 Kopfbälle, ja? So sehe ich das, ja? So, liebe Leute. Achso, okay. Scheiß Smart. Ich dachte, ich kriege einen dicken Parkplatz, aber nein. So, okay. Kennt ihr dieses Smart? Freut euch so auf eine Parklücke und dann seht ihr so, scheiße, ist gar kein Parkplatz. Da steht so ein scheiß Fahrrad oder Smart drin. Ne? Ich parke hier. Ja, ich werde da vorne drehen, dann parke ich hier so, ja? Also, und ja, wie wird es denn ausgehen in Dortmund? Boah, Dortmund schießt eigentlich immer Tore, ja? Gerade mit dieser Offensive, die ja mit diesem neuen Stürmer da, ich will gar nicht sagen, sind die aktuell offensiv stärker einzuschätzen als Leipzig? Ja, das ist eine Frage, warum werfe ich es überhaupt auf? Da kann man sich Gedanken machen, wie man möchte. Aber ja, Leipzig hat bis zum Eintracht-Spiel in allen Spielen 3 Tore geschossen. Dortmund trifft auch irgendwie immer sehr gut. Aber gegen die Eintracht wird es nichts. Ja? Es wird ein, ihr werdet sehen, Dortmund wird auseinanderbrechen. Die werden auseinanderbrechen, weil die ja 2 Spieltage verloren haben. Der ganze Druck, der sich da aufstaut bei denen. Favre, diese Gerüchte, Probleme, hin und her, Verteidigung schlecht, ja. Eintracht Frankfurt wird die auseinandernehmen. Rückwärtsgang wäre nicht schlecht, ja. So, Rückwärtsgang, Automobil, automatisch, so, okay, ja. Ach, komm, ich will jetzt mal nicht übertreiben, ja. Ich sage immer so richtig krasse Ergebnisse, so zu hoch und sowas. Bleiben wir jetzt mal auf dem Teppich, bleiben wir realistisch. Ja, wir spielen in Dortmund, wir haben ja 10 Jahre nicht gewonnen, noch nichts geholt, ja. Deswegen sage ich 4-0 vereinfacht, ja. So, Tore, Chandler, Hattrick, 3 Kopfballtore und Silva. Und Silva wird ein Tor auch machen, ja. Und alle wird Kostic auflegen, ja. Es wird wunderbar, ja? Und Gacinovic wird immer einen Pass auf Kostic machen, ja. Und Kostic wird alle von links flanken. Und 3 macht Chandler und 1 macht Silva, ja. Und Rode wird auf Gacinovic einen Pass machen, ja. Und davor wird Trapp auf Touré machen, Touré auf Hinteregger über das ganze auf Endika auf das ganze Feld. Endika passt dann zu Hinteregger, der passt zu Abraham zu Ilsanka, der zu Rode und dann wisst ihr das ganze Prinzip. Und dann Mannschaftsleistung par excellence, 4-0 gegen Dortmund. Sagt eure Meinung, wie seht ihr das Spiel? Unter der Woche, ich muss einfach sagen, Klinsmann ist der Beste. Klinsmann ist der lustigste Mensch aller Zeiten. Alle Hertha-Fans, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich sehr leid von ganzem Herzen. Ja, aber was da bei euch passiert, so, wenn es so anfängt, das ist der Anfang vom Ende. Einer kommt, gibt Geld, ja, hat keine Ahnung von Fußball, aber gibt Geld. Dann holt er sich einen Idioten. Ja, wie Klinsmann. Lässt den, dann okay, der wird auch noch Trainer. Und dann darf er 80 Millionen im Winter in die Mannschaft investieren. Stellt sich 400 Trainer ein, weil er ist kein Trainer, er kann ja gar nichts, er kann nur in die Kamera denken, dass er cool ist, ja, sich da so präsentieren und einfach so ein paar Spieltage später verliert nur, also gefühlt, vielleicht haben die auch mal gewonnen, über einen Punkt geholt, ja, aber gefühlt verlieren die nur und dann sagt er, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt einfach, ja. Verein ruiniert, ja, klar, ihr habt noch Geld und ihr habt die Spieler und hin und her, aber ich wünsche euch nur das Beste, ja. Kommt gesund aus dieser Klinsmann-Krise raus. Ey, ich hab so gelacht über Klinsmann. Ist der beste Mensch. Ich feiere den so krass, Alter. Ey, ist so cool einfach nur. Er verdient einfach Oscar für seine Darbietung in Deutschland. Ja. So, in dem Sinne, haut rein. Was sagt ihr über Deutsch? Deutsch. Sagt ihr über Eintracht Dortmund? Schreibt. Ich guck mal, wann das Video rauskommt. Ich muss gucken. Ja. Also haut rein. Ciao.